Mit der Schnittstelle zum WM-CAD übernehmen Sie Ersatzteile und Arbeitswerte in einen Auftrag. Legen Sie zuerst einen Auftrag an. Suchen Sie den Kunden und übernehmen Sie ihn. Dann wählen Sie das gewünschte Fahrzeug aus und übernehmen Sie es. Speichern Sie den Auftrag. Öffnen Sie nun die Schaltfläche Wessels und Müller und klicken Sie auf Beleg übergeben öffnen. Der WM-CAD wird nun im Browser geöffnet und die Fahrzeugdaten werden übergeben. Suchen Sie dann einen Artikel und legen Sie ihn in den Warenkorb. Möchten Sie auch die passenden Arbeitswerte für den Einbau übernehmen, dann klicken Sie auf das Icon und fügen Sie diese dann zum Warenkorb hinzu. Wechseln Sie zum Auftrag in der Desk-Tileline und fügen Sie den Warenkorb mit Beleg aktualisieren über die Schaltfläche Wessels und Müller zum Beleg hinzu. Ersatzteil und Arbeitswert sind nun in den Auftrag eingefügt. Artikel werden automatisch angelegt. Die Schnittstelle legt auch direkt eine Bestellung an. Diese können Sie dann später bearbeiten. Weitere Positionen können jederzeit hinzugefügt werden. Öffnen Sie dafür erneut den WM-CAD über die Schaltfläche Beleg übergeben öffnen. Suchen Sie nun weitere Teile und legen Sie diese in den Warenkorb. Auch für diesen Artikel sind Arbeitswerte hinterlegt, die Sie übernehmen können. Aktualisieren Sie den Beleg über die Schnittstelle. Ein Bestellbeleg wurde auch diesmal angelegt. Solange die Bestellung im WM-CAD noch nicht gesendet wurde, können Positionen gelöscht werden. Öffnen Sie erneut den WM-CAD über die Schaltfläche Beleg übergeben öffnen und löschen Sie die Positionen, die nicht bestellt werden sollen. Nach dem Aktualisieren des Beleges werden die gelöschten Positionen und der entsprechende Bestellbeleg entfernt. Der Bestellbeleg kann aus dem Auftrag heraus bearbeitet werden.